Leute, was geht und willkommen zu einer Folge von Minecraft Bauen. Ja, es ist länger her, dass ich so erst mal eine Folge gemacht habe und ja, ich habe mir so die letzten 200 Tage überlegt, was könnte ich denn dann wieder für ein Video bringen, da mir zur Zeit nichts einfällt, was ich groß bringen könnte wieder und ja, da ja jetzt morgen, beziehungsweise heute startet für mich Minecraft Battles und ich dachte mir, dass ich jetzt davor noch schnell eine oder zwei Folgen von Minecraft Bauen aufnehmen könnte. Ja, bin auch schon selber dafür reingeknallt und ich hoffe, was hat das mit der Aufnahme? Und ich habe heute was vor zu craften, mit zwei Sachen dafür zu erfahren, falls ich nichts habe. Muss ich kurz mal nachgucken, ich habe kein Osmium. Ich kann euch zeigen, ich möchte mir das Teil craften. Diesen Metallic Infuser. Ich habe mir vor, die Mechanism Windmühlen zu craften. Das heißt, Leute, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich werde morgen einen Livestream machen, der 2-3 Stunden geht. Der Minecraft Bound, also es wird ein Minecraft Bound Livestream. Ja, wie gesagt, es ist lange, dass ich was gemacht habe und da werde ich dann sehr viel Erze farmen, das Haus ein bisschen ausbauen und ja. Daher werde ich diese Folge nur ganz kurz mal etwas Eisenskiste nehmen, eine Spitzhacke machen und auf eine Höhlentür gehen, um ja ein Osmium zu farmen. Mit der wir ja ein Osmium brauchen. Und dann versuche ich mal auf diese Folge, wenn es klappt, in den 20 Minuten noch eine Osmium, also mit Logging-Infuser zu machen, weil der ist sehr wichtig für Mechanism-Dinge. Ja, wir sind Leute auf dem Weg, die Fackel habe ich auch bei mir. Ich würde mir immer noch wünschen, wenn es auf der 1, dass man vielleicht auf der 1 oder höher gehen würde, wegen der zweiten Hand, aber macht ja nichts. Okay, wie gesagt, ich werde jetzt nur hier unten gucken, warte, war die Höhle, ich weiß nicht, wie gesagt, Leute, ich kenne die Welt gar nicht mehr, so, ich muss gucken, ob die Höhle überhaupt noch gut war. Ist. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nur eine Ausführung mitbringen, dann gehe ich wieder nach Hause, brat mir das und dann versuche ich mir mit den Sachen, die ich alle schon schon haben müsste, von den vorherigen Streams und Folgen, mir was zu craften. Natürlich ist es dumm, ich habe jetzt vergessen, alles einzustellen von den ganzen Tasten, ja. Das muss ich kurz machen, Leute. Tut mir leid, aber das ist wichtig. Sonst kann ich hier nichts richtig benutzen. Okay. Jetzt gucken, dass ich das letzte Folge mal vorher mache. Aber wie gesagt, Leute, ich vergesse das immer. So, ihr müsst alles klappen. Da noch. Und hier habe ich mehr Tasten dafür und zwar easy. So, Leute. Weil ich klappt jetzt alles. Okay, wie gesagt, ich werde noch ganz kurz einen Osmium suchen. Ich hoffe, ich finde eins in der Folge. Wenn nicht, mache ich einfach einen kurzen Cut und werde die Zeugen suchen, bis ich es habe. Cut ich einfach schmeißen. Wie oft habe ich das andere YouTuber getan und ich will ein bisschen vorankommen, deswegen. Also ich werde jetzt einfach noch ein bisschen suchen, was ab und zu Cut, Musik hinterlegen, etc. Mal gucken, wie die ganze Folge wird, je nachdem, was ich finde und so. In der Video hier hinten. Leute, werde ich dann in den späteren Folgen oder Streams abbauen, weil hier die Kiste ist, die ich benötige. Aber halt Eisen-Stuff geht dafür nicht, braucht dafür mindestens Diamant-Stuff, um überhaupt diese Skystone-Blöcke abbauen zu können. Ja. Übrigens, es kam deswegen diese ganzen Wochen keine einzige Folge. Und fuck, ich hab das falsche Shader drin. Es kam deswegen die ganzen Wochen jetzt die ganze Zeit keine Folge, weil ich halt einfach keine Lust hatte und einfach überlegt habe, was ich bringen könnte, was vielleicht mehr Spaß macht, für mich auch. Weil dieses Bauen, ich hatte einfach nicht viele Ideen, was ich in den Folgen oder Streams farmen könnte, so an Dinge, die ich benötige, wisst ihr. Und ich dachte mir so, ja, sowas wie Verbini oder die ganzen Formate, die vielleicht YouTuber wie Erwalf oder so gebracht haben, die nicht mehr kommen, aber die vielleicht noch Leute sehen würden, wollen, ob ich die vielleicht mal revolutioniere und bringe, aber bisher finde ich keinen einzigen meiner Freunde über Skype, die da mitmachen würden und die auch bei denen die Formate Spaß machen würden. Das heißt, bisher frage ich noch ein paar Freunde, wenn ich irgendwann jemanden finde, mit denen ich halt diese Formate bringen könnte, dann kommen auch Formate mit Gameplays im Hintergrund oder vielleicht Facecam, wenn mein Freund oder meine Freunde einverstanden sind. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt, das ist ja so eine Folge von, dafür geht 20 Minuten. Das fand ich vorher schon klar, ich werde ja was schaffen. Also gut, diese Folge wird vielleicht nicht ganz so lang gehen, aber alle weiteren Folgen, wo ich Sachen farmen will. Ich denke mal, ich werde versuchen, davon wieder regelmäßiger Folgen zu bringen, weil das ein Projekt bisher ist, was noch läuft und was ich noch gut spielen könnte. Wo ich auch Ideen hätte, die ich durchsetzen könnte. Nur, ich streame solche Projekte viel lieber, als dass ich Folgen bringe, weil in Streams, die gehen länger und da bist du effektiver, weil es, wenn du so eine Folge rausbringst, sitzt in 20 Minuten da, kriegst du ein, zwei Maschinenteile zusammen und fertig ist. Was halt ein bisschen wenig ist, jetzt hier. Aber ich will jetzt auch keine irgendwie eine Stunde aufnehmen, nur um das zu schaffen, ist mir auch zu viel. Ist. Wie nach schneiden, das Rennen dauert mir dann zu lange, wenn ich da 3 oder 4 Stunden lang renne, nur für so ein Video. Ich meine, auch wenn ich es für euch machen würde in einer Weise, aber das ist mir dann noch zu krass. Und ja, wie schon gesagt, ich soll eine Höhle für Osmium, wie ich es oft schon gesagt habe. Und ich habe FPS-Einbrüche des Todes noch. Also wie gesagt, das wird Shader schon nicht proben, das ist leck. So,
Sorry, aber ab und zu wird es bei euch noch Lecks noch geben. Es wird noch behoben. Ich glaube dann, dass ich ein paar Mods geändert habe, bzw. die Mods etwas editiert habe. Ein paar Mods entfernt haben, dafür wieder neuere oder ältere Versionen aufgrund der Funktion hinzugefügt. Weil vielleicht manche nicht mehr so geklappt haben, wie sie gehen sollen. Jawohl, die Tor brauche ich aber nicht. Ich bin wieder nach Hause, ich habe die Koordinaten nicht im Kopf. Ich muss einfach den Weg finden. Und ich habe einfach das nicht so weg. Ich habe die Aufnahme, ich gucke einfach kurz in die Aufnahme. Ich habe unter der Karte die Chords und. Ich kann ja ganz kurz. Oder einfach hier auf dem deutschen Ofen und einfach im Schnitt kann. Geht ja alles. Das ist ja für mich nichts Schwieriges. Manche würden jetzt sagen, wie geht das? Übrigens zu den, über die, zu den Premiere Pro Tutorials werden auch noch denke ich, schicken. Also ich werde bald auch neue Tutorial-Folgen aufnehmen für Premiere Pro Leute, also Leute, die mit Premiere schneiden wollen. Und jetzt ist heuer das deckt zu sehr mit diesem Shader. Wieder mein Chip wieder rein. Wenn ich Leute, ich habe ja schon mal gesagt, irgendwann werde ich sowieso einen Shader spielen müssen, weil das ja viel zu viel gebraucht wird, aber deckt es zu sehr und deswegen. Wenn ich jetzt vielleicht noch 2-3 Funktionen spiele danach ohne, weil dann schlägt das jetzt zu sehr und ich finde nicht, dass ich aufnehme, wo es halt nur FPS-Ruckler gibt. Das ist für mich nicht gut und auch für euch das ist nicht gut. Und für mich ist es vielleicht nicht wie für euch, weil ich kann mit wenigen Ruckler noch klarkommen, aber ja, ich glaube, ihr wollt eher flüssige Aufnahmen haben. Was ich auch, wie gesagt, nachvollziehen kann, weil er will mit Aufnahmen haben, wo es leckt. Ach, das war Gold abbauen, Leute, naja. Was soll ich denn sonst machen? Und machen weiter nach. Das ist nicht normal, dass es nicht so selten ist, aber ihr merkt ja gerade, wie lange ich brauche. Na gut, ich habe hier, also ich habe hier gerade sogar schon 4-5 weggekartet oder sowas, mal gucken. Naja, ich werde auch noch viel mehr wegkarten müssen dadurch, aber es ist halt, wie gesagt, nötig. Für die Leute scheint gut sein. Vielleicht gehe ich hier im Stream, vielleicht werde ich mir hier ein Punkt hinsetzen, um hier im Stream wieder hingehen zu können und mir hier Sachen erfahren zu können. Weil das sind hier schnucklig Wetzung, das benötigen wir für viele Maschinen. Und anderen auch für Mechanismen. Ich glaube auch für die. Ich glaube auch sehr viel Redstone für die Windmühlen. Generell für eine, also. Jetzt werde ich eigentlich alles mit, was ich so bekommen kann. Ich werde auch sogar Rotten Flächen immer. Wir haben hier Botania, womit ich mich auch bald beschäftigen werde. Und da kann man mit einer Maschine, ich weiß jetzt, glaube ich, das ist auch mit Chemical, kann man, aus Zombie-Fleisch. Enderperlen, oder was das war. Ich glaube, das war ein Enderperl. Oder Gastrin. Das hat euch abgelenkt, bin ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen und generell ein bisschen auf was anderes noch fixiert, was aber egal ist und daher bin ich vielleicht ein bisschen komisch drauf und rede vielleicht irgendwas, was ja, was ich gar nicht juckte, was ihr eigentlich gar nicht wissen wollt. Das ist nicht pervers oder so, weil einfach normale Dinge, die euch nichts angehen, die einfach so fiese sind. Okay. Ich bin noch Redstone hier und will wahrscheinlich wieder cutten, wie immer, hinterher von mir. Weil ich kann eigentlich gar nicht so viel raus. Ich mag das, also Leute, ich mag das einfach nicht, wenn ich cutte, weil irgendwie mag ich das, wenn alles drin bleibt. Aber irgendwo ist es halt echt besser zu cutten. Okay. Ich finde, ich bin raus. Guck mal, Leute, Diamant. Ich würde die Folge auch unterschnitten, so auf 12 Minuten, so vielleicht. Falls es echt eine Folge, die 20 Minuten nochmal gehen wird, 12 Minuten verschnitten wird. Also, ich weiß nicht, vielleicht schneide ich auch die Folgen echt ein bisschen weiter runter. Jetzt, es kommt drauf an, was ich schaffe. Also, ich werde die Folgen aber so schneiden und so hochladen, wie es halt am besten passt mit dem Schneiden und so. Ich habe gesagt, Leute, ich versuche die Folgen so circa 20 Minuten zu strecken, damit ich was schaffe, aber wenn man für vieles oder für manches brauchst du einfach nicht allzu viel Zeit. Was natürlich auch für mich besser ist, weil dann habe ich mehr Zeit zum Schneiden und auch. Ja, in der Zeit, dass man weiß, gerade bei mir in der Nacht ist. Es ist gerade 3:45 Uhr morgens und daher kenne ich mir eigentlich die Zeit, also ich habe Nacht. Was soll ich da machen? Weil sonst gehe ich eh nicht und so, das ist sonst anders tue ich nicht. Okay, ich gucke noch hier hinten weiter, ob ich hier noch Osmium finde. Scheint so zwei Osmium vielleicht noch nicht ganz so sehen. Hier ganz oft zu finden. Ich weiß halt nicht, gibt es da bestimmte Höhen für? Wäre vielleicht gar nicht mal so, dann vielleicht bin ich vielleicht etwas zu unterinformiert und weiß es bloß nicht. Ich meine, ich habe Osmium schon gefunden und es war ja da unten so hier oben gut zu finden. Deswegen ich nehme an, dass das dann irgendwie eine Höhe festgelegt ist, seit unten ab, weil ich habe ja die neueste Version für die 1.10 drin. 1.10 und. Weiß ich nicht.
Erstmal das mit dieser Version Mechanism of Time 17 Spiele. So. Ich spiele das erste Mal mit Mechanism of Time 17. Ich habe vorher schon auf der irgendwie 1.6 oder so damit gespielt, aber. Naja. Ich hoffe einfach mal, dass die irgendwie die Höhe nicht verlagert wurde. Wenn doch, ist natürlich für mich jetzt unpassend. Oder ist Enderman gerade passend? Oh, Enderpearl. Ich sag Leute, Enderpearl ist eigentlich gut zu gebrauchen. Die brauchst du eigentlich immer. Übrigens, ich weiß nicht, Leute, wie lange das Stream morgen wird. Oder nachher, wie gesagt, für mich. Ich versuche nur, den Stream gut zu machen, ob jetzt entweder das Zeit pünktlich kommt, aber. Ich kann auch nicht irgendwie keine Zeit. Ich kann nicht irgendwie sagen, ja, so Leute, die Uhrzeit kommt streamen. Ihr müsst dann leider halt aktiv sein und halt gucken, wann bei euch. Also, ihr müsst die Locker anhaben oder muss einfach gucken, ob er reinkommt. Ich denke mal, entweder zwischen 12 Uhr und 16 Uhr oder zwischen 20 Uhr und 24 Uhr wird das Stream kommen. Ich denke mal nicht nachmittags. Also ich weiß es noch nicht, aber. Also ihr könnt euch festlegen, zwischen 12 und 20 Uhr startet er. Ja. Irgendwie hätte ich immer was für Start. Über Nacht werde ich keine mehr starten, weil ich die Folge noch hochladen muss und. Ich weiß nicht. Wollte ich nicht, dass ich abends machen werde, weil ich die Nacht durchmache. So. Bisher habe ich noch keine Ahnung. So Leute, endlich. So, Leute, die Rohdatei ist jetzt. Eine Stunde und circa fast 40 Minuten lang. Und ich habe jetzt das erste Mal nach gefühlt ein Sack Essen verbraten. Spitzhacke, eine kaputt gewesen, Schwert ist kaputt gewesen, Rüstung ist komplett Schrott gewesen. Da habe ich irgendwie so eine Goldpuppe von Zombie gedroppt bekommen. Und habe jetzt Osmium gefunden. Und Osmium ist eigentlich, also Dias findet man so circa auf Höhe 5 bis Höhe 12. Osmium findest du auf allen Höhen. Osmium ist eigentlich normalerweise doppelt so oft zu finden wie Diamant. Diamanten habe ich jetzt einfach schon wieder welche gefunden, da habe ich circa einen halben Stack Dias gefarmt und krass einfach. Ich war echt kurz davor zu cheaten, jetzt ist nochmal Osmium. Ernsthaft? Da dachte ich, dass Osmium spawnt nicht, dass irgendwas ausgestellt ist oder so. Und jetzt habe ich es eigentlich gebacken bekommen, Osmium zu erfahren. Okay, schon wieder Osmium. Das kann auch nicht mal normal sein, dass hier Osmium ist. Der macht den Chance. Okay, Leute, ich würde sagen, ab hier war es das erstmal und ich cut ab hier ganz kurz und sehen wir uns gleich noch in meinem Haus zurück. Bis gleich. So, Leute, endlich zu Hause und wie gesagt, der Rosa-Teil geht jetzt eine Stunde. Ich habe jetzt erstmal Aufnahme gecuttet, weil das wird einfach zu lange dauern. Wie gesagt, ich habe Sachen gefarmt, das könnt ihr nicht vorstellen, könnt ihr auch selber sehen und ja. Oder rein. Sehen wir ganz kurz, wie war das geschrieben? Metallurgik. So. Ein Osmium, zwei Öfen, vier Eisen, zwei Redstone. Dann haben wir den geschafft und wie gesagt, den Stream werden wir viel mehr machen. Ich hoffe, das Stream wird auch erfolgreich und ich brauche nur wie 10 Jahre, um eine Sache zu finden. Das wäre dumm. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Das wäre sehr unlucky. Okay, Leute, dann haben wir die 16 Koppel aus mir und dann haben wir eigentlich alles. Zwei Öfen, das Osmium und Tölz. Und dann haben wir den Metallurgic Infuser, den werden wir benötigen, um Sachen herzustellen, also die halt die Hauptstelle für die ganze Maschine. Und ja, das muss auch mit Strom betrieben werden, glaube ich. Nee, Quatsch, da brauche ich hier doch Strom, brauche ich dafür leider auch, aber das gibt mir jetzt dann, glaube ich, genauso. Ihr seht, ich kann hier Redstone reinpacken, dann füllt sich hier Redstone schon mal auf. Was hier kommt, wird Strom sein. Ich denke mal, da muss ich gucken, wie ich das am besten antreibe. Und ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst doch eine positive Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal bei dem Stream. Ciao! Pfiuh.